Immer noch derselbe Tag. Ach, jetzt sind wir bestimmt wieder bei dem anderen, ne? Kommt mit dem Bus an und gibt die Bestellung ab oder die Lieferung oder was auch immer. Ich bin mal gespannt, ob Connor auch noch ein bisschen eine Rolle spielt. Ich habe einen neuen, aber ich habe nicht gelesen, was da steht. Lege das Paket ab. Ja, können wir gleich machen. Erstmal muss ich hier gucken. Ja, Leute, das ist kein echter Vogel. Androidenvögel. Okay. Warum nicht? Da sind wir. Und jetzt? Instruktionen, Meister. Okay, wir wecken Karl im Obergeschoss. Gleich. Voll das geile Bild, ich sehe eine... Das ist echt eine Frau. Ich würde sagen, ich sehe eine nackte Frau, aber das ist ein Frauengesicht. Fast das gleiche. Ja, Karl kann kurz warten. Mein Gott, der stirbt ja nicht, wenn ich ihn jetzt nicht wecke. Würde mir wahrscheinlich sogar danken. Auch viel zu diesen, leck mich am Arsch. Der Nordpol, wieso Russland hin will. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Ethereum benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das BIP. Zusätzliche Ethereum-Reserven würden beiden Nationen erlauben, moderne Androiden-Modelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach. Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es tut. Hätte ich geschrieben, aber naja. Leben auf dem Titan gefunden. Die Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zur Methaneisoberfläche des Titan aufgebrochen ist, hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasserozean leben, der von einer dicken Eisschicht geschützt wird. Nachdem auf Enceladus, einem weiteren Satelliten des Saturn, ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Ein NASA-Sprecher antwortete auf diesen jüngsten in einer Reihe von Beweisen für Leben auf anderen Planeten: Unsere Androiden-Expedition zu Io ist eine unter vielen Reisen mit dem primären Ziel, extraterrestrische Lebensformen zu entdecken. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei CyberLife, betonte, wie wichtig dem Unternehmen die Partnerschaft mit der NASA sei. Unsere raumfahrenden Androiden wurden für Langstreckenmissionen dieser Art entwickelt und wir sind stolz, dass unsere Modelle Wegbereiter der menschlichen Forschung sind. Ja, ja, das sagen sie alle immer. Oh, wir können spielen? Cool. Also denke ich mal, weil ich glaube, das war das Klavier. Oder der Flügel. Marcus hat den Globus gedreht, das ist auf jeden Fall krass. Ja, warum nicht? Man kann sich auch einfach mal eine Giraffe hier halten. Ich denke mal, am Anfang wird auch viel halt erstmal ins Spiel kommen sein.
und erstmal so ein bisschen die Welt kennenlernen. Bevor es dann losgeht. Ich soll ja eigentlich Karl weg, aber egal. Karl kann warten. Was hier? Das ist cool, ey. Diese Scheibe, das ist nice. Das hätte ich auch gern. Muss ich ja zugeben. Boah, aufgeräumt. Passt. Von einem in die andere Ecke läuft. Ich glaube, der ist selbst aufgewacht, kann es sein? Da ist noch was. Wir räumen erstmal auf und dann... Dann kümmern wir uns um das Kind. So. Kann ich mir nichts angucken? Kann ich nicht auch schneller laufen? Nee, ne? Das geht irgendwie nicht so. Bisschen schade. Oder zumindest momentan geht's noch nicht. Ah, hier gibt's auch Dinge zu tun. Und da ist noch eine Tür. Ach, leck mich am Arsch. Ja, wir nehmen direkt was mit. Wir wissen ja Bescheid, ne? Der will eh was essen, also von daher. Ach, lol. Okay. Da ist noch eine Tür dahin. Extravagant. Alter, wo ist der denn? Er ist ja voll die Prunkhütte. Jeder technische Scheiß, den es gibt, der ist hier, du. Sag ich dir. Da. Ah. Ach, hier wahrscheinlich, ne? Na dann. Ziehen wir um 8, guck mal, Rollstuhl. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Richtig. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe... um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Sollte ich nicht den Roll... Okay. Dann halt nicht.
Ich muss gleich was anderes drücken. Wer der Roll... Egal. Ich hätte ihn ja auf dem Rollstuhl, aber die sind ja auch kräftig. Haben keine Schmerzen. Läuft bei denen. Er scheint ein anderes Verhältnis zu dem Androiden zu haben als Todd. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Hm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Oh, es geht ja fix. Was von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Aber hätte er ihn nicht einfach runtertragen können? Also mit dem Stuhl ist ja kein Problem. Theoretisch. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Kein Thema. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Oh. Was soll ich mir denn suchen? Ich habe ja schon alles gemacht. Aufgeräumt und so. Da hinten ist noch was. Da ist das Bild. Oder ist es das Bild? Nee, das da. Ja, keine Ahnung, ganz ehrlich, ne? Können hier noch irgendwas machen wahrscheinlich. Schach. Spiele Schach, alles klar. Ich spiele Schach. Aufgeräumt habe ich schon, was soll ich machen? Lust auf eine Party Schach? Sicher, ja. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Was passiert, wenn ich nichts drücke? Du hast mich vernichtend geschlagen. Ein alter Mann hat es aber auch wirklich nicht leicht gegen eine Maschine. Oh, ich weiß, Sie verlieren nicht gern, wollen aber keinen geschenkten Sieg. Also hatte ich nicht viele Optionen. Stimmt. Wir Menschen sind kompliziert. Das stimmt. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Tja, also er ist schon eher auf der Seite der Androiden, wie es scheint. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwas anderes tun können, aber... Ich meine, hey, warum nicht Schach? Ich hätte wahrscheinlich auch spielen können, ne? Ich hätte auch Klavier spielen können, bestimmt. Hui.
Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Warte, welches Laken? Das hier, achso. Ja, dann mache ich das. Ich warte. Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Hm. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Na dann. Finde ein Motiv zum Malen. Malen wir die Statue, warum nicht? Achso. Wischen. Die berühmte Wischtechnik. Kennt ja jeder. Perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Ist das schon wieder... Verzweiflung. Warum nicht? Warum nicht verzweifelt sein? Das ist kein Problem. So, machen wir noch einen Strich, jawohl. Ist immer ein bisschen doof. Dass wenn du nichts drückst, es einfach stehen bleibt. Bin ich immer gespannt, was wir jetzt gemalt haben. Oh mein Gott. Hey Dad. Leo.
Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt, warum. Ja, ja, ich weiß, warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Tja. Könnte sein. Auf jeden Fall bekommen die Androiden da einen Einblick in die menschlichen Emotionen. So, was hätte ich hier denn machen können? Lass mal gucken. Achso, ich hätte auch sein Bild kopieren können. Ja. Gut, das ist das, was du gemalt hast. Hier sind noch Sachen gesperrt. Leo ist... Ach, guck mal. Hätte ich Menschlichkeit gemacht, dann hätte das zu einem anderen... Okay, das ist natürlich... Sowas finde ich halt mega geil, ne? Wenn ich nicht Identität, sondern Menschlichkeit Androiden nehme, dann kommt ein anderes Ende und so. Und, ne, ich finde sowas halt cool. Hätte ich zum Beispiel auch nicht Schach genommen, sondern Klavier oder so. Wäre auch gut. Es wäre natürlich dann Kahn ins Studio bringen, wäre trotzdem gewesen, aber es wäre trotzdem was anderes passiert. Finde ich schon nice.